Vilnius, die heutige Hauptstadt Litauens. Die malerische Altstadt ist Weltkulturerbe. Das ehemalige jüdische Ghetto ist ein Teil davon. Man kann nur noch ahnen, warum Vilnius einmal als das Jerusalem des Ostens galt. Fast ein Drittel der Bewohner waren Juden. Unter ihnen bedeutende Gelehrte, Ärzte, Lehrer, Schriftsteller und Künstler. Die alte Judengasse. Das Grüne Haus, Teil der jüdischen Museen von Vilnius. Die Ausstellungen erzählen von der großen jüdischen Vergangenheit und Kultur des Landes und ihrer nahezu vollständigen Ausradierung. Die Familie Jocheles. Nur zwei Menschen auf diesem Foto haben die Vernichtung überlebt. Fania Brandzowskaja ist eine davon. Heute 94 nimmt sie uns mit auf einen Rundgang durch das ehemalige Ghetto. Wir haben beschlossen, zu befreien den Platz mit gebracht in Deutschen. Soldat in Deutschischen, und hat gesagt, dass die Juden haben dem geschossen. Und die Nacht von 1. September 1941 hat man von die auf Platz gelegt und weggeführt im Panar 4000 Juden. Später, dem 6. September 41, ist in Vilnius geschaffen geworden zwei Ghetto. Der kleine Ghetto, das ist Dobrovolnice, und der größere Ghetto. Der kleine Ghetto hat existiert weniger wie zwei Monaten, von 6. September bis dem 21. Oktober. Und man hat von dem die Straßen noch 11.000 Mann geführt im Ponar. Das heißt, in der Zeit von zwei Monaten hat man von der kleinen Straße, von der wir werden durchgehen, hat man geführt im Ponar 15.000